Nämlich ist mein Ziel für heute Tabu Rasa, weil, ja, ich glaube, dass ich eine gewisse Geschichte mit ihm habe und ich möchte mein ganzes Zeug Monari, die habe ich noch nicht gesehen. Oh, nirgend Wichtiges. Verstehe. Tabu Rasa Haus. Ich liebe Häuser, also, ja, warum nicht? Okay, gut. Dummster, hi. War nicht zu uns gebracht. Ah. Der Name P da. Als nächstes, ja. 50 Holzbündel. Okay, habe ich so viele? Natürlich. Oh, sehr gut. Das in eigener Sache. Ich werde heiraten. Was? Geil! Glückwunsch! Danke. Und wen? Powder. Dicker Rodo. Ein schönes Paar. Danke. Ah, ein Priester. Aha. Ein spirituelles Volk, um einen Priester zu finden. Als erstes fallen mir da die Zora ein. Ah, ein Zora, der mit da endet. Oh, natürlich. Ja. Ich war schon. Okay, ja, werden wir vielleicht da irgendwann machen. Aber der Hauptgrund, warum ich genau hierher gehe, ist das da. Das ist nämlich auch so ein nette Dings und ich habe 16 und die möchte ich loswerden. Und ich brauche einen Haufen Ausdauer. Ich möchte nämlich die zweite Leiste jetzt an voll kriegen. Und ja, das ist jetzt für die nächsten Dinger jetzt einmal so mein Ziel und ja. Ich prüfe dann einfach alles in Ausdauer rein. Brauche ich nur fünfmal machen. Und ich glaube, wenn ich mit dem fertig bin, was ich jetzt gerade habe, ja, ziemlich genau sogar, dann brauche ich nur noch vier Schreine machen und dann war's das. Cool. Ja. Und es erspart sich noch ein paar Sachen, auch die Animation, was auch nicht schlecht ist. Okay. Nur noch einmal. Bringe den Frieden zurück. Ah, tut das gut. Länger laufen. Okay. Die Sache ist die. Jetzt braucht man einen Zora und was anderes. Aber was mit dem Hund? Wow. Nicht schlecht. Das sind Hunde manchmal, gell? Cool, das habe ich im Spiel noch nie gesehen. Voll geil. Das haben sie gar nicht programmiert. Geil. Ja, dann würde ich sagen, zuerst rede ich noch ganz kurz mit der Paula. Du wirst heiraten. Glückwunsch. Hi. Savak. Ich habe mich mit Dumster verlobt. Ja, Glückwunsch. Ich weiß. Außer arbeiten kann Dumster eigentlich nichts besonders gut. Aber gerade das finde ich so süß an ihm. Na cool. Okay. Außerdem hat sie auch das Wüstenbeinschutzzeug. Für den Fall, dass man es einfach nicht in das Dings einschafft. Wie nennt man es? Zum. Ihr wisst schon. Dings. Egal. Auf jeden Fall. Ja, genau. Jetzt diesmal wirklich da, dass wir dann da um mich fliegen können, das Ziel. Okay, und meiner Meinung beim Moji irgendwas schreien, also die Karte ab 6 brauche ich nicht für erklären. Ja, werden wir jetzt darüber fliegen. Ich glaube, ich brauche nicht einmal. Na, das ist sogar gut genug. Brauche ich Rivale Sturm gar nicht. Verschwendung. Ja, geht sie leicht aus. Besonders jetzt mit der neuen Ausdauer. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich ein Ausdauerding essen müssen. Fragezeichen. Wir werden es gleich wissen. Aber vielleicht war es mit zwei Ausgängen. Vielleicht nicht. Ich habe mir gedacht, ja, lieber nichts riskieren. Und ja, schauen wir mal. Ist aber eine sehr abgeschottete Insel. Aber das Gute ist, ich weiß, dass auf dieser Insel
ganz besonderer Schrein ist. Existiert schon seit Anfang vom Spiel da, aber ja. Ja, geht sie gerade noch mit zwei aus. Aus dem, was ist das? Dieser Gegner. Das ist uncool. Glaube ich, dass der Gegner ist. Und da haben wir Möwen, na cool. Okay, und damit würde ich sagen, willkommen in Jodwerde. Wer auf dieser Insel weilt, bekommt eine Prüfung zugeteilt. Ich weiß, eine ganz besondere Prüfung. Werkzeuge waren bislang deine Kraft. Hast du je ohne eine Prüfung geschafft? Leg ab dein Werkzeug, stell dich hier der Prüfung mit der Kraft, die ruht in dir. So sei es. Drei altären Juwelen darbringen. Im Prinzip ist diese einfache Version vom Master Schwert Ding, aber ja. Ist schon gut. Oh na, so ein Kollege. Kann ich den töten ohne. Ja, ich kann töten. Ohne Werkzeug. Gut. Maxi-Echse, nice. Spurt-Echse, nice. Okay, das Zeug brauche ich eh alles. Aus dem Häkel habe ich schon einen Hinox. Das ist sehr ärgerlich. Der hat 100 pro so ein Ding. Mit einem Ruder lege ich mich nicht mit einem Hinox so. Oh, ein blauer noch dazu. Na gut, hilft ja nichts. Wo sind die Möwen? Seemöwe, habe ich schon fotografiert. Witzig. Ach. Ja. Okay, da kenne ich nichts. Am Anfang ist das Erste, was man zu tun hat, immer Suchzeug, was du verwenden kannst. Oh no. Der wird mir jetzt auf ewig nerven. Zwar weg. Ah, sehr gut, genau das wollte ich. Ja. Der Typ da hinten, der nervt so Vollgas. Ah, für was habe ich Bockpflanzen? Ja. Okay, du da hinten. Störst. Zutiefst. Hat er das schon immer mal gesagt? Das gibt's ja nicht. Oh, ein verrostetes Schild. Ah, nice. Okay, ja, dann zerstören wir mal alles, oder? Weil für den Hinox, da brauche ich besseres Zeug als für das, was ich jetzt gerade mit habe. So blauer Hinox. Sollte man nicht zu viel Spaß damit. Vielleicht ein paar Heilungs-Items auch noch. Ich glaube, die hat es mal geklaut. Nämlich. What? Aber mein extra Herz ist blieben. Das ist cool. Ja, keine Materialien, kein Proviant. Ja. Eh klar. Ja gut, dann mal unsere tropische Reise fortsetzen. Der wird es sicher irgendwo einen Kochtopf geben. Und dann vielleicht mit ein bisschen Glück was anstehen kann. Auf jeden Fall ist da ein so ein Ding. Das können wir vielleicht nutzen. Ah, Rute. Nice. Ruten sind immer gern gesehen. Zwei Krabben.
Okay. Ja, vom Essen glaube ich, bin ich jetzt relativ gut ausgerüstet. Der Rest ist nur jetzt fraglich. Wo sind die Gegner? Beziehungsweise suche ich eher weniger Gegner, sondern eher mehr das, wie nennt man das? Die Kugel. Schwertbananen. Nice. Okay, der Hinox hat schon mal keine Chance. Ich hab Schwertbananen. Der hat keine Hinox-Chance. Oh. Oh no. Warum donnert es jetzt an? Diese Frechheit. Oh no. Da ist sogar. Ist ein Moor, so werde ich das erkennen. Ah, super. Gutes Timing. Gut, das war einmal mein extra Herz. War einmal. Aber ich kann noch fliegen, das ist gut. Das Problem ist jetzt gerade der Blitz. Ah, Maxi-Echse, nice. Und ich habe noch keinen Bogen. Aber das ändern wir jetzt. Wer du? Was dann? Gut, hab einen Bogen. Und Pfeile. Sehr gut. Ja, hat sich schon mal ausgezahlt. Jetzt die Kollegen. Hast du einen Bogen? Was soll geil? Sogar erfolgreich überfallen. Oder einen Bogen. Okay, jetzt du. Braucht aber ein bisschen länger. So, ich gleich mit dem Ruder. Einmal mit dem Ruder, hä? Dann ist er weg. Oh, und da ist eine Kugel dabei. Nice. Und noch ein Bogen. Okay, wo bringe ich aber die Kugel hin? Ich habe keinen Dunst. Super, das Ding da hinten haben wir gesehen. Jetzt wäre mir auf ewig nerven. Meine Kugel! Aus dem weiß ich nicht, wohin damit. Scheiße. Der sieht mir gleich. Ja, mei, hilft ja nichts. Oh, da ist sogar so ein Zeug. Aber es bringt alles nichts. Okay, na echt jetzt. Wo soll ich das Ding hinbringen? Ach so. Hä? Na, das ist viel zu weit weg. Uah. Naja, Zymio, das ist voll okay. Na, da ist nichts Leuchtendes. Na, schräg. Sind das Maxidurians? Ja, das sind Maxidurians. Die brauche ich. In dem Moment, wo ich kochen kann, brauche ich die Dinger. Au. Für dieses halbes Herz schaden nichts. Ja, keine Ahnung, wohin mit der Kugel. Wisst was? Ich lasse einfach da in dieser Behausung liegen. Entweder sie spawnt wieder da oben oder. Ja, keine Ahnung. Wird schon nicht so sein, dass man es verlieren kann. Also verlieren, verlieren. Okay, da ist unser Hinox. Der ist einmal nicht so spannend.
Noch nicht so spannend, muss ich dazu sagen. Elektrozeug. Okay, tot. Okay, es wird Nacht, das finde ich sehr schön, weil dann ging es schlafen. Hoffentlich. Ja, oh, und ist sehr cool. Ja, sie gingen schlafen. Was? Ist auf der ohne große. Ah, sogar der große. Oh. Nicht gesehen. Schade. Oh. Ja, ist schon gut, du da hinter mir. Und du da vor mir auch. Ist schon gut. Nice. Danke, Daruk. Okay, wie wäre jetzt eigentlich los? Das ist überhaupt zu da. War mal witzig. Hopp. Bye bye. Ah, spinnt der eigentlich? Ist er zehn Messen? Haben Sie Interesse verloren? Teils. Frage ist, wie geht es jetzt so? Wer mit dem Schwachen zeigt, das ist ungut. Was soll ich überhaupt? Ah. Au. Au. Könnt ihr herin kochen? Na. Doch. Das ist ein Kochtopf. Nice. Muss nur die zwei Dinger loswerden. Ja, dann machen wir halt die langsame Variante. Hilft ja nix. Gut, einer weg. War weg. Kenne nix. Okay, ja, das muss ich auch noch loswerden. Weil sonst kann ich den Ding nicht drauflegen. Wer braucht eine Bocklanze? Echt jetzt? Oh, Soldatenschild, was ich über sich noch. War nicht schlecht. Und ein paar herumliegende Holzpfeile. Weil, na, why not? Okay, das ist Nummer 1 von 3. Bei 3 haben wir ja schon gesehen. Gut, dann machen wir das einmal los. Für was gibt es eine Holzpfeile-Axt? Nice. Okay, Frage ist jetzt nur, wie zündet die so? Feuerpfeile? Na. Irgendwas, wo man das sonst was entzünden kann? Na. Bei Materialien? Feuerstein? Na. Oh oh. Ich habe nichts Feuriges.
keine Feuerpfähle. Ich verstehe. Okay, jetzt verstehe ich es. Ist das ein Block zum Schieben oder? Na. Sportfällchen mal zwei. Okay, was ist jetzt? Ah, da ist er. Sehr gut. Ja, ich weiß nämlich wohin damit. Haha, endlich. Leicht vorbei am Hinox nämlich. Mit einer leichten Rechtsschwingung. Nämlich genau. Genau. Irgendwo am Strand. Da ist. Ich wusste, das ist da irgendwo. Ja, perfekt. Und dann führt nur noch der Hinox. Das Problem ist nur das Feuerzeug, was ich jetzt brauche. Sonst muss ich mir mit dem Hinox mit denen Herzen anlegen. Und das könnte ungut ausgehen. Auf das habe ich weniger Lust. Dass das ungut ausgeht. Achso, das Ding schwimmt eh, oder? Ich glaube einmal. Naja, schwimmt gut. Vielleicht hätte ich es nicht so noch platzieren sollen, aber. Das ist schon schaffbar. Ach, damit. Ach, dammit. Einen guten Winkel erwischen, dann passt. Das ist er. Sehr gut. Na? Okay, es fliegt da irgendwo und ich kann es aufheben. Also passt. Echt jetzt? Okay, dann nochmal. Okay, fehlt nur noch das letzte. Und theoretisch muss ich mich nicht einmal mit dem Hinox anlegen. Theoretisch kann ich sogar einfach sagen, hey, ich klaue mir jetzt die Kugel und verschwind. Schon wieder. Hey, Moment, schon wieder. Au. Wurscht, ich hoffe, die Route bleibt mir. Naja, warmes Boxschild ist zerbrochen. Hat es in der Hand gehabt? Wahrscheinlich. Oh, aus dem Wie komme ich da rauf, während das da brennt? Das geht ja gar nicht. Oh nein. Aus dem welcher Boxschild? Na echt jetzt, wie komme ich da rauf? Oh. Ich glaube, ich komme da nicht auf. Route zerbrochen. Ja, okay. Dann wird das wohl nichts. Ja gut, dann probieren wir es so, wie ich es ursprünglich gesagt habe. Aber bevor ich ja noch irgendwas tue, isse ich meinen Bauch voll. Aber so richtig. Mit allem, was ich finden kann. Gut. Ist hoch genug. Schauen wir mal, ob ich es klauen kann.
So, zuerst eine gute Landung und dann. Na, damit. Ach, jetzt will ich mit dem Baum kämpfen. Ja, hilft ja nichts, bekämpfen halt. So gut es geht. Wirf Baum nach mir. Ist viel gescheiter. Wir nicht. Schmeißt jetzt? Oder brauchst du noch eine halbe Stunde? Danke. Wir noch einen Baum. Oder? Boah, gerade noch. Naja, ich krieg Holz dabei. Ah, die Rüstung da. Seine Fierce ist auch sehr ungut. Könnte irgendwie loswerden. Nur mit brennendem Zeug. Ah, das finde ich Reichweite. Komm her. Okay, ich kann alles klauen bis auf das Ding. Bis aufs Wichtige kann ich alles klauen. Okay, Ruder zerbrochen. Ja, mit dem habe ich gerechnet, mit der Attacke. Aber jetzt haben wir ja auch Kurzzeiger. Sehr gut. Oh, die Stampfattacke. Schon nicht mehr gesehen. Okay. Ja, na, es funktioniert. Ich vernichten. Was ist eigentlich mein bester? Ah, das ist mein bester Bogen. Aber sie sehen Augenschutzmodus. Okay, nächstbeste Waffe. Ja. Okay, und das war's mit dem Hinox auch. Sehr gut. Ja, ich wollte ursprünglich klauen vor ihm, aber ja, es wollte mich nicht. Oh, ein Ding, was ich noch nie gehabt habe. Röstschleichschnecke. Warum nicht? Ja gut, dann laufen wir darauf und ja, dann haben wir den Schrein sozusagen geschafft. Was auch nice ist. Bei uns zwei. Ja, ich hab schon beides. Ja, und kleine Gegnerchen sind auch noch am Weg. Die was mich zwar weniger interessieren, aber. Na, und so war's auch noch. Hi! Hi! Habe ich mir nicht gedacht, dass da so viel Zeug ist. Das finde ich gerade uncool. Wisst ihr das? Volltreffer! Du hast meine Kugel weg, du. Aber die Gegner stören sich ja gegenseitig. Also ist mir wurscht, was so stört. Ja, elektrisch.
Okay. Ja, haben wir es. Sehr gut, alles tot. Und das geht ja perfekt aus. Gut, dann muss ich nicht mehr farmen, weil... Ja, Schrein ist ja schon da. Und dementsprechend passt es für mich. Ja, auch mit geringen Mitteln kann man relativ viel anstellen, was dieses Ding sagt. Aber Masterschwert-Prüfungen sind definitiv schwieriger. Nicht so spannend, aber... Du hast dein Werkzeug nun zurück. Ah, also jetzt gleich. Sehr gut. Gib her. Ah. Komm näher und betritt den Schrein. Ja, ja. Habe ich mir mal Zeug eigentlich gehalten? Also... Topfdeckel und so. Topfdeckel wahrscheinlich eher nicht, aber... Irgendwas war da, was ich sehr gern gehalten hätte. Ah ja, genau, das ganze Zeug, was in der Tasche. Materialien und so. Das war spannend zum Kalten. Mich freut es nicht, da um mich wandern. Also fliegen wir! Ja, ha. Cooles Ding da eigentlich. Außerdem sind da irgendwo Kroks. Das habe ich noch gar nicht nachgecheckt. Anziehen. Ja, nicht, würde ich sagen, aber... Wer weiß. Ja, na, schaut nicht so aus. Na gut, der Kugo-Chi, der Schrein, ist somit auch geschafft. Und wie dieser Schrein da geschafft ist, weil, ja, offensichtlich ist er Segen, weil, ja, lang genug brauchen für den tut man. Gibt leider noch Geld aus, aber, ja, schon tut's auch nicht. Weiter geht's. Okay, und auf Jodwerde würde ich jetzt sagen, was haben wir noch zu erledigen? Ich glaube, das ist genau da. Das schaut so verdächtig aus, dass ich nicht da umgehe. Nein, echt jetzt. Es war Frechheit. Da muss irgendwas sein. Und das glaube ich das nicht. Frage ist, wo ist tatsächlich da? Ich habe meinen Krogmaske auf. Oh. 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 Ah ja, hab ich mir schon gedacht. Und Fischileins. Toll. Ach Gott. War das gedacht für die Prüfung oder was? Weil das schaut nicht sehr... sehr high level aus. Ja, anscheinend. Oh, gut, gut, gut. Dann, dann war's. Ja, dann muss ich abhauen, oder? Weil, da gibt's nichts. Vielleicht ein Krog, aber mich freut's gerade nicht schon. Also, ja, die Markierung löschen wir, weil gilt als geschafft. Und auf zur nächsten. Und damit würde ich sagen, da. Also in der Nähe von Taborasa. Ja, das ist tatsächlich das Nächste. Das da. Ja, bewegen wir uns da hin. Moment, ist das? Ah, das ist die Ultraschlucht. Ah, ich weiß schon wieder, was das ist. Das habe ich mal versehentlich so besucht. Ups.